Nerdbench hat sich das THL T6 Pro angeschaut. In der OVP finden wir das THL T6 Pro vor, sowie ein Netzteil und das passende USB-Kabel. Als kleines Extra legt der Hersteller noch ein Case sowie eine Display-Schutzfolie bei. Damit man mit dem Smartphone direkt loslegen kann, liegt dem Gerät ein Quick-Start-Guide bei. Da das T6 Pro nach unserem Review in den regulären Verkauf geht, haben wir die Kopfhörer nicht getestet. Auf der linken Seite des Gerätes befindet sich der Power-Knopf. Die Lautstärke-Buttons hat THL auf die rechte Seite gepackt. Die Vorderseite wird fast komplett von dem 5-Zoll-Display eingenommen. Dieses löst mit 1280x720 Pixeln auf. Über dem Display verbaut THL eine 2-Megapixel-Frontkamera. Dort ist auch eine Benachrichtigungs-LED sowie die Ohrmuschel verbaut. Im unteren Bereich der Vorderseite kann der Nutzer die Softkeys Menü, Home und Zurück benutzen. Das THL T6 Pro wird per Micro-USB geladen. Der entsprechende Port befindet sich neben dem Klinkenanschluss für Headsets auf der Oberseite des Gerätes. Die Unterseite ist dafür leer. Hier kann allerdings der Akkudeckel geöffnet werden. Der Akku ist mit 1900 mA sehr knapp bemessen. Noch geringer fällt der interne Speicher aus. Mit 8 GB spürt man den dicken Rotstift, den man bei THL anlegen musste. USB-OTG wird nicht unterstützt. Das THL T6 Pro ist ein Dual-SIM-Smartphone, allerdings ohne LTE. Im THL T6 Pro tickt ein MediaTek MT6592M Octa-Core-Prozessor, dessen 8 Kerne mit je 1,4 GHz takten. In Antutu reicht das für 26.639 Punkte. Dem Octa-Core steht 1 GB RAM zur Verfügung, was für den täglichen Gebrauch ausreichend sein sollte. Das Smartphone kommt mit WLAN sowie Bluetooth 4.0 daher. Natürlich steht dem Käufer auch GPS für Navigation zur Verfügung. Mit 8 GB internem Speicher ist das THL T6 Pro etwas schwach aufgestellt. Viele Spiele, beispielsweise Simpsons Tapped Out, belegen bereits über 1 GB auf dem Gerät. Mit 2 oder 3 speicherhungrigen Apps wird schnell eine SD-Karte notwendig. Das nächste Problem, der Speicher ist in interner und Programmspeicher unterteilt. Für Apps stehen 2 GB zur Verfügung. Erfreulicherweise lässt sich das Smartphone um bis zu 32 GB per MicroSD erweitern. Es hat sicherlich niemand ein Audiowunder im THL erwartet. Wir sind mit keinen Erwartungen an die Wiedergabe herangetreten und wurden nicht enttäuscht. Für ein schnelles YouTube-Video reichen die Lautsprecher und auch den Wecker wird man morgens nicht überhören. Mehr ist allerdings nicht drin. Ein wenig Simpsons Tapped Out trägt der Lautsprecher noch. Für längere Wiedergaben ist der Lautsprecher nicht zu gebrauchen. Kommen Sie, ich führe Sie mal ein bisschen rum. Hey, da ist Herr Miss Patterson. Hallo. Sind da die Typen von der Konferenz? Hi. Gespräche sind problemlos möglich. Wir verstehen den Gesprächspartner sehr gut und es sind uns noch keine Klagen über unsere Tonqualität zu Ohren gekommen. Mit 1900 mA ist der Akku etwas stärker als beim iNew V3 Plus. Wirklich viel bringt das Plus um 50 mA nicht. Hier wäre Luft nach oben gewesen. 2000 mA und mehr sind bei 5-Zoll-Geräten eigentlich Pflicht. Den Tag überlebt man zwar mit dem THL T6 Pro, die Akkuanzeige sollte man aber dennoch im Auge behalten, um in den späteren Abendstunden nicht doch noch ohne Smartphone dazustehen. Aufgeladen ist das THL T6 Pro in etwas über 2 Stunden. Das THL T6 Pro Display lädt dazu ein, Serien, Filme oder Spiele auf dem Smartphone zu genießen. Egal von welcher Seite wir auf das T6 Pro schauen, die Blickwinkel bleiben stabil. Während wir Indoor die Helligkeit auf etwa 50% herunterschrauben können, lässt sich das Smartphone-Display auch im Freien gut ablesen. Die Sonne hat sich zwar für dieses Jahr bereits verabschiedet, Nerdbench geht allerdings davon aus, dass auch die warme Jahreszeit kein zu großes Problem für das Display werden wird. Im unter 100-Euro-Segment darf man eigentlich keine Erwartungen an die Smartphone-Kamera haben. Sonderlich gut sind die 8 Megapixel des THL T6 Pro auch nicht. Interessanterweise macht das Smartphone bei schwierigen Bedingungen teilweise besser Fotos als das iNew V3 Plus. Letzteres scheiterte an Weihnachtsbäumen, die für das T6 Pro kein Problem darstellen. Hübsch werden die Fotos zwar auch nicht, aber für einen Schnappschuss sind sie durchaus zu gebrauchen. In schlechten Lichtsituationen gerät das Vorschaubild zur Slideshow.
Ellen DeGeneres würde das Smartphone wahrscheinlich nicht für Selfies nutzen. Für Instagram samt Filter dürfte es aber ausreichen. Die Fotos werden ziemlich dunkel, auch wenn Lichtquellen in der Nähe sind. THL hat auf dem T6 Pro bereits einige Apps installiert, darunter auch Tools, um das Smartphone schneller zu machen, Daten zu verschieben und Installationen auf Risiken zu überprüfen. Im Alltag macht das T6 Pro eine gute Figur. Weder fallen unsere Minions in Despicable Me Minion Rush von der Bahn, noch gerät unser übervolles Springfield in Simpsons Tapped Out ins Stocken. Aufwendige Spiele wie Mortal Kombat 4 laufen gerade noch so flüssig. Vor jedem Smartphone-Spaß steht immer das Updaten der bereits installierten Apps. Dank starker WLAN-Connection ist dies für das T6 Pro kein Problem. Unser GoPro-Klon SJ6000 verbindet sich ohne Probleme mit dem Smartphone und überträgt das Video auf das Smartphone-Display. Jahreszeitbedingt müssen wir Olli derzeit Indoor fahren, da der Sphero-Nachfolger nicht mehr wasserdicht ist. Die Bluetooth-Verbindung zum Roboter-Gadget hält trotzdem ziemlich gut und auch die Yoga Berlin gibt Musik ohne Probleme mit der drahtlosen Verbindung wieder. GPS funktioniert teilweise ganz gut, während wir auf dem Sportplatz, dort ist allerdings auch WLAN verfügbar, zuverlässig unsere zurückgelegte Distanz messen, driftet das GPS auf dem Fahrrad manchmal ab. Kommen wir zum Fazit. Das THL T6 Pro kommt mit einem geringen Price-Tag und ordentlichen Leistungen daher. Für den normalen Smartphone-User dürfte das 100-Euro-Smartphone tatsächlich ausreichen. Uns ist im Test die Verarbeitungsqualität negativ aufgefallen, da es hier und da ordentlich knarzt. Ihr habt noch Fragen zum Gerät? Dann ab damit in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns hier auf YouTube, Facebook, Google Plus und Twitter. Mein Name ist Marien Seidel für die Nerdbench.